Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing. Mein Name ist Müsa und wir wollten heute mal wieder in aller Ruhe, einsam und verlassen, angeln gehen. Wie ihr leider seht, muss ich mein Profil löschen. Beziehungsweise hat sich das Spiel aufgehangen und ich muss es neu installieren. Aber was soll's? Die Akademie werden wir nicht nochmal machen. Wir gehen jetzt einfach mal angeln. Aber vorher bauen wir uns einen Angelkoffer. So, nehmen nämlich drei Ruten mit. So. Wir können uns nicht mehr kaufen. Und hoffen aber, dass wir trotzdem was gefangen kriegen. Auf geht's. Nehmen den See. Ja, ein Tag ist, keine Ahnung, was machen wir denn? Ein Tag ist 4 Stunden. Wir fangen mal morgens an. Ich habe gehört, da beißen sie schöner. Nach einem klaren Himmel. Wind machen wir ein und nehmen unseren Angelkoffer. Los geht's. Wir angeln heute. Angeln heute, ohne dass uns jemand dazwischen redet. Außer mir selbstverständlich. Warum es neu installieren musste, kann ich nicht sagen. Teleport zur Stelle. Nehmen wir die Stelle. Na, zweimal klicken. Na, und da sind wir schon. Wir nehmen einfach diese Stelle hier. Legen einen Angelpfahl an. Da, wunderschön. Ja, ändern kann ich hier eh nichts bei der Ausrüstung. Ja, das hat er jetzt automatisch gemacht. Da konnte ich nichts für. Schon wieder. Ich weiß nicht, ob die Batterie von meiner Maus leer ist oder das Spiel ein bisschen rumbackt. Ach, guck, der sah doch schon besser aus. Legen wir ab. Mit der Tasten 1, 2, 3 können wir die Routen wählen. Deswegen wählen wir jetzt die Route 2. Werfen sie dahin. Und die Route 3 wählen wir jetzt auch aus. Das ist wieder automatisch. Das passiert mal irgendwie nur hier an diesem See. Das war ich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich will ihn ins Gras, da habe ich keinen Haken für. Ja, schon besser, 26 Meter. Den holen wir auch wieder ein. Und feuern den ein bisschen weiter weg. Ne, da will er nicht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich geübt. So, jetzt heißt es warten. Wenn wir warten, können wir ein bisschen hier rumlaufen. Aber nicht zu weit, sonst wird unser Angelpfahl gefändet. Ich weiß gar nicht, wie du das Zelt hier gehört. Meins ist es nicht. Schon vorher schon da. So, jetzt warten auf die Fischis. Ich hätte, bevor ich den Charakter neu installieren musste, ein wenig rumprobiert. Mit Mais beißen ganz gut. Ich hatte auch schon eine andere Angel. Jetzt haben wir halt nichts mehr. Da hat er eine angebissen. Und zwar Angel 3. Wählen wir Angel 3 mit der 3 auf der Tastatur.
So, jetzt gucken wir, was wir da haben. Wie süß, ein kleines Rotauge von 0,64 Kilogramm Gewicht. Ich weiß nicht, was es ist. 0,64 Kilo, wird noch nicht mal eine Katze von satt. Jetzt hör doch mal auf, selber zu wehren. Ich hab doch noch gar nicht losgelassen. Ich raste aus. Hallo. Da liegt er auch doof. Ich weiß noch nicht, warum ich manchmal links oder rechts wäre. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich will nicht dahin. Ach, da hätte ich ihn lassen können im Kies. So, im Schlamm. Schon besser. Werfen wir die anderen beiden neu aus. In der Hoffnung, dass sich was Leckeres drin verfängt. Aber es ist ja im Prinzip eh egal, ob es lecker ist oder nicht. Da wir die Angeln ja meistens zurückwerfen. Mit dieser Angel gehen wir auf die Pirsch. Habe mir nur einen bescheidenen Platz ausgesucht. Es piepst, wir müssen zurück. Wir haben einen Fisch an der Angel. Ja, doch, ich bin ja schon da. Da an der Angel 2. Und wir kurbeln und kurbeln und kurbeln. Und ziehen und ziehen. Das scheint ja wieder nicht der größte zu sein. Er wehrt sich ja kaum. So, jetzt wird's stressig. Jetzt haben wir an einer anderen Angel nämlich auch einen Fisch hängen. Ich werfe mal einfach mal hier, damit es schneller geht. Der ist ja ganz hinten rausgeschwommen. Ich würde die Sperre reinmachen, den Begrenzer, aber dann hauen die Fische mir wahrscheinlich ab vom Haken. Und das wollen wir nicht. Na, guck. Wäre das schön. 0,85 Kilo. Vielleicht schaffen wir irgendwann einen 1 Kilo Fisch. Nee, da war nichts. Schon besser. Und die Angel 1 werfen auch wieder hier aus. Wir stellen es einfach hier hin zum. Und wir warten. Ich höre es immer nur platschen und platschen und da vor uns ist einer. Er hat aber nicht angebissen. Ja doch, ich komme ja schon. Machen wir ein bisschen in der Ego-Perspektive.
Da haben wir den nächsten Fisch. Der scheint schon ein wenig schwerer zu sein, deswegen drehe ich etwas runter auf die 18. Dann piepst es nicht so schnell. Ich weiß nicht, ob er jetzt schwerer ist oder ob er einfach nur sich irgendwo festhält. Cash mal ihn mal. Ja, 1,6 Kilo. Und der nächste Fisch. Jetzt geht er los, der Stress. Entschuldigung. So, nehmen wir Route 2. Und wir kurbeln wieder. Nee, das scheint nicht ganz so groß sein wie der vorherige. Das sieht ein bisschen magerer aus. Oder auch nicht. Wir werden es jetzt erfahren. Wir nehmen unseren Kescher zu Rate. 1,64 ist sogar noch ein bisschen schwerer. Da soll noch einer sagen, ich kann nicht angeln. Aber man kann ihn nicht werfen manchmal. Wir angeln noch ein Fischchen heute. Und dann werde ich euch beim nächsten Mal den Multiplayer vorführen. Aber vielleicht angle ich in der Zeit noch ein bisschen vor mich hin, um wenigstens schönere Köder zu haben, dass die Fische besser beißen. Ist auch so eine Sache hier. Ich hoffe, dass man sich immer mal hier setzen kann, anstatt immer drum rumzustehen. Das sieht nämlich so aus wie, ja. Ne? Wir blicken auf die See hinaus. Die Vögel zwitschern. Es ist 6:02 Uhr am frühen Morgen. Der Wind kommt aus Ost. Die Fische planschen. Und wir warten darauf, dass es endlich mal losgeht hier. Dass der nächste Fisch anbeißt, den wir dann wieder in die Freiheit entlassen können. Ja, der lässt auf jeden Fall auf sich warten. Dann werfen wir einfach die Angel 2 nochmal neu aus. Ich hole sie mit R zurück, das geht schneller als Kurbeln. Ah, liegt wahrscheinlich genau da, wo sie vorher lag. Ja, das ist Zielwerfen. Wenn wir unser Equipment etwas aufgepusht haben, etwas getuned haben. Andere Angel, andere Köder, andere Haken. Ich habe ja nur eine Sorte Haken, was auch doof ist. Bei drei verschiedenen Untergründen werden wir uns mal an die Turniere wagen. Ich glaube, das könnte ein Spaß werden. Da ist doch der nächste Kollege, der von uns eingeholt werden möchte. Kann man ruhig ein bisschen stärker stellen. Dann ist es nicht so leicht zu entkommen. So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden im Tutorial. Oder im Training. Wie schon erwähnt, ich bin eigentlich kein Angler. Aber ich finde das Game hier, den Simulator, trotzdem echt witzig. Vor allem ist mir noch nicht langweilig geworden. 1,58 Kilo. Und mit dem Freilassen in die Freiheit, entlassen in die Freiheit und dem Auswerfen der Angel ganze 6 Meter weit, verabschieden wir uns für heute und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, Dankeschön.